Hallo, willkommen zurück bei Ark. Was versuchst du da? Wir sind auf dieser kleinen Insel da unten rechts auf der Map und wollten einfach nur die Gegend erkunden, eigentlich mit unseren neu gezähmten Veteranen und haben dann aber ein paar richtig schöne Tiere gefunden, die wir zählen konnten. Weil die Gegend hier halt auch so friedlich ist, also hier gibt es keine Fleischfresser. Und wir haben zwei Ankylos gezähmt und einen Fiomir. Und wir würden im Laufe der Folge jetzt heute zurück zur Base fliegen, eine Plattform auf unserem Floß errichten, damit wir die Tiere dahin transportieren können. Aber davor würde ich noch die Inseln so ein bisschen weiter erkunden. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Ich klapper hier wirklich so ein bisschen. Also die haben es echt nicht so mit dem Fliegen. Die hängen irgendwie überall fest. So. Ich würde gerne das einen nehmen, aber der geht dann sofort auf mich los. Vielleicht den Trike, ne? Ne, den. Ne, ist so groß wie den Trike, den Bronto. Oh. Gut. Schauen wir mal. Den kenne ich. Den Kollegen kenne ich. Der geht immer auf mich los, obwohl ich mit ihm nichts mache. Und er kann mich halt nicht einmal töten. Allgemeiner Name. Hesperornis. Vizius, Hesperornis, Avenatan. Ist Kreidezeit. Später Kreidezeit, genau. Ernährt sich von Fischen. Ist passiv? Nein, ist er nicht. Er ist nicht passiv. Hesperornis aventantatis ist ein Vogel, der sich in erster Linie von Flussfischen ernährt und dem Aussehen nach einer Mischung aus Ente und Dinosaurier zu sein scheint. Ich finde, er schaut aus wie ein Pinguin und eine Ente. Also der Mund, der Kopf, schaut ein bisschen aus wie ein Flugsaurier vielleicht, aber der Rest wie ein Pinguin. Aufgerichtet erreicht. Na toll. Die Notiz schließt sich manchmal von selber. Muss sie dann immer wieder aufmachen. Ja. Wo war ich? Aufgerichtet erreicht er in etwa zwei Drittel der Größe eines Menschen. Am wendigsten ist er im Wasser, wo er die meiste Zeit damit verbringt, nahe der Oberfläche zu treiben und nach Nahrung Ausschau hält. Er ist kaum eine Bedrohung für Landbewohner, da seine Beine zu kurz sind, um sich schnell genug bewegen zu können. Im Wasser ist er allerdings extrem flink. Fische und andere kleine Wasserbewohner sind für ihn leichte Beute. Als Nutztier, mal schauen. Als Hauptgrund eines Hesperornis zu zähmen, kann man seine Eier nennen. Diese können entweder zu einer nährstoffreichen Masse oder zu Rohöl verarbeitet werden. Wie denn das? Ausreichend Fisch ist allerdings nötig, um diese Eier habhaft zu werden. Als Jagdtier oder treuer Gefährte taugt der Hesperornis eher wenig. Schauen wir uns mal die Zeichnung an. Also, er lässt sich zähmen, ja. Das Ei in einem. Ich verstehe das nicht. Also, er legt ein Ei und das kann man dann weiterverarbeiten zu was auch immer das sein soll. Also
Also man kann da mit den Eiern irgendwie Öl herstellen. Aber was dieser Zwischenschritt ist, das habe ich nicht verstanden. Okay. No. Aber wir kriegen das raus, oder? Das ist wirklich mal schön. Ich würde noch bis 500 Ausdauer gehen wollen. Und danach auf Gewicht. Okay. Ich habe den XP-Multiplikator, wie gesagt, ein bisschen runtergesenkt. Und wir haben jetzt nur ein Level bekommen. Durch die Notiz. Davor waren es ja irgendwie 3 oder 4. Ist schon mal eine bessere. Okay, schauen wir mal weiter. Ich glaube, hier wird nichts mehr sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier noch weitere Notizen gibt. Warum spawnt man eigentlich nicht auf dieser Insel? Ich finde, das wäre der perfekte Einstiegsort für den als Anfänger. Du spawnst hier, du wirst erstmal von nix angegriffen, was ja eigentlich nicht schlecht ist, weil wie gesagt, sehr viele schockt es, beziehungsweise verlieren die Lust an das Spiel. Das habe ich bei ein paar meiner Freunde gemerkt, weil die am Anfang so oft sterben und dann einfach keine Lust mehr haben. Du würdest halt hier spawnen. Alten Mampfern, hier ein bisschen was aufbauen und sobald du bereit bist, gehst du auf die Hauptinsel und siehst die tatsächliche Insel sozusagen. Ich finde, das ist eigentlich viel besser so. Man kann da ja so einen Weg, also so einen dünnen Weg hinbauen irgendwie, oder hätte man hinmachen können, wo man dann über die Insel kann. Fände ich jetzt eigentlich gar nicht schlecht. Online wird es wahrscheinlich nicht so geil sein, weil da werden alle hier sein und es macht ja keinen Sinn. Aber so im Singleplayer macht das, finde ich, schon Sinn. Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr. Hier wollte ich nochmal gescheit schauen, ob es sich vielleicht so eine Art Höhle gibt, weil das schaut ja so ein bisschen so aus. Ja, scheint nicht so zu sein. Na gut. Unsere Dinos stehen hier. Wir fliegen jetzt zurück zur Base und holen uns unser Holzfloß und bauen es davor noch mal ein bisschen aus. Und dann kommen wir zurück und wir bringen sie nach Hause. Ich gehe noch mal kurz da zum Airdrop. Bauplan Notiz. Alles. Gar nicht mal so schlecht. Teile, aber. Na, das ist schon cool. Den Rest brauche ich nicht. So. Oh, die Teile sind richtig geil. Den habe ich
Das ganze Cheating-Zeug, das ich doch benutzt habe für den Sattel. Schau mir den noch. Ja. '83 Chichin. War hier nicht ein Spino von? Ich hab da den Garten noch zurückgesucht. Ja. So. Hier war ein Alpha, hat man davon. Der Alpha Raptor. Bin jetzt mal gespannt, ob. Also, wir waren jetzt schon zeitlang weg von der Base. Ob da ein paar Dinos gespawnt sind oder irgendwelche Sachen. Weil sonst war es ja immer leer. Na? Wie ist die Aussicht? Ich werde den immer da lassen, also. Das wird so ein Meme. Oh. Wir haben keine Ausdauer mehr. Landet der jetzt im Wasser? Vorne ist wieder ein Iguana. Oh. Mal dahin bitte. Bei uns irgendwas anderes. Brauchen wir nicht, oder? Ich würde die Fundamente ja nehmen, aber da kann mein. Also. So viel kann mein. Dino nicht tragen, glaube ich. Deswegen habe ich es mal gelassen. So. Wir machen uns sofort an die Arbeit. Wollen unser Floß bauen. Das kann ich dann abreißen. Wird mit Holzfundamenten arbeiten. Na, da hätte ich jetzt die Sachen vielleicht doch gebraucht. Holz. Kurz mal. Oh. Warum schaut das so abgekommen aus? Ist das normal? Also. Schaut aus als. Ja. Geht als Mais drin. Ich glaube, das ist normal, oder? Stell mal das Fundament vor. Right. Hast du Holz? Ja. Segel. Name. Einholensegel. Genau. Dann. Irgendwie.
mittig halt, ich weiß nicht. Warte mal. So weit wie es geht in die Ecke halt. Sogar noch zwei Fundamente. Fundamente, Entschuldigung. Da. Die Gelände brauche ich nicht. Haben wir hier noch was? Nö. Ja, müssen wir Holz bauen. Okay, die Fackel sind auch nicht viel. So, auf die Plätze. Fertig. Jetzt geht's schneller. Wenn man länger Anlauf holt, dann geht's wirklich schneller. Hier sind ein paar kleine. Ich schmeiß mal das Zeug hier raus. Beziehungsweise. Ich bring das jetzige Zeug mal zurück. Weil der kann kaum noch laufen. Anlauf und wenn man zweimal hintereinander drückt, dann poppt er sofort. Ich drück aus Versehen immer zweimal. Komm schon. Muss ich aufpassen, dass ich den Trike nicht erwische. Weil die verwüsten mir sonst die Base. So. Das brauchen wir noch. Ich glaube, ich stelle den XP-Multiplikator nächste Folge auf 0,8 oder so. Es geht mir immer noch ein bisschen zu schnell gerade. Achso. 300, 200. Geh noch. Ich würde mal auf Sauerstoff gehen, weil wir wollen demnächst auch unseren Delfin dem. Und wir haben keine Tauchermaske. Momentan.
So. Bisschen Holz haben wir noch. Das kann ich. Wie viel brauche ich denn noch? Ein Fundament. Hm. Stroh haben wir genug. Stroh haben wir genug. So. Ich glaube nicht, dass die hier noch drauf passen. Ich weiter ist mal ein bisschen. Ein paar Dächer. Ich würde da gern einmal hin. Danke. Das sollte eigentlich ein Schrank für Dünger werden, aber ich tue da gerade das ganze Holz rein, Stroh rein. Ich kann ja noch ein zweites im Klatschen für Dünger. So. Brauchen wir noch ein bisschen Holz. Ich schmeiß es, also beim Holzfarmen, das ganze Stroh mal raus, weil Stroh habe ich gerade genug. So. Weg, weg, weg. Und es werde Licht. Zurück, weil das kann ja wieder nicht laufen. Sobald wir das Floß haben, gehen wir dann auf zurück und holen die Nuts. Und dann würde ich mit meinem Kilo auch das erste Mal wirklich mal gescheit Metall fahren gehen. Das, sobald wir unser Floß fertig haben. Und da geht's in der nächsten Folge weiter. Ich werde den Cut setzen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.